So, heute fängt meine zweitägige Ferienroute an, also von der großen Kreis in Ostfriesland, also auf der Ferienroute, ist ein altes Mooranbaugebiet, und am zweiten Tag bin ich dann wieder am gleichen Platz zurück in Leer. Ja, so die ersten 30 Kilometer der Ferienroute waren relativ ereignislos oder sogar enttäuschend. Einen ziemlich hohen Anteil von Straße, den man fahren muss. Das habe ich mir bisher schöner vorgestellt, aber vielleicht kommt es noch. So, das sieht ja jetzt schon ein bisschen besser aus hier. So, das ist hier in Ostgroße Feen, nach ca. 35 Kilometer von Leer aus. Und jetzt fängt es an, wirklich schön zu werden. Ne? Ja, das sind so die Brücken, wie man sie in Holland überall findet. Die Tour fängt jetzt an, schöner zu werden, obwohl mir das ehrlich gesagt zu viel Straße ist für eine Radtour. Aber da scheint man hier mit leben zu müssen. Ja, so geht das hier jetzt schon seit einer Stunde. Hier ist echt eine Friede, Freude, Eier-Gegend. Aber hier ist eigentlich wieder schön und sehr, sehr wenig Autoverkehr. Also auf solche Zierbäumchen im kleinen Format stehen die Ostfriesen, sieht man fast in jedem fünften Vorgarten. So, ich bin jetzt am Ortsausgang von Basel. Ich habe jetzt noch ca. 50 Kilometer bis zurück nach Leer. Ja, die letzte Stunde war auch wieder Fahren rechts entlang einer relativ stark befahrenen Straße. Das ist das, was mir hier an diesem Rundkurs Deutsche Feenstraße überhaupt nicht gefällt, dass man hier fast immer irgendwo Autolärm hat. Und schlimmer noch, manchmal richtige riesige LKWs entlang donnern. Also das ist nicht jedermanns Sache. Für einen Radweg ist das eher schlecht. So, von Elisabeth Feen fahre ich jetzt an einem Seitenkanal entlang. Offensichtlich mit vielen Schleusen und Brücken und wenig Verkehr. Schauen wir mal. Ja, ich bin jetzt hier irgendwo zwischen Ostrauderfehn und Westrauderfehn. Das ist faktisch einer der wenigen Highlights hier. Ein Kanal mit ein bisschen Optik. Ansonsten muss ich schon sagen, dass die Tour bisher relativ enttäuschend verlaufen ist. Im Prinzip kann man diese Radtour auch im Auto fahren. Also ich schätze mal, dass ich bisher ca. 60-70% entlang von Straßen gefahren bin. Relative Lärmbelästigung durch Autos. Also so richtige friedliche Umgebung ist das hier nicht. Ja. Das ist aus meiner Sicht relativ enttäuschend. Okay, jemand, der noch nie in dieser Gegend war, dem kann ich schon empfehlen, die Tour zu machen. Aber wenn du wirklich Ruhe und Erholung suchst, bist du hier eigentlich falsch. So, ich bin jetzt vor den Toren von Papenburg. Hier haben wir so eine typische Situation, wie wir sie im gesamten Feengebiet haben, in der Mitte im Kanal. Rechts und links jeweils eine Straße für brutalen Autoverkehr. Und ja, das ist natürlich wirklich, wirklich schade, dass die Autos hier nicht verbannen. Aber da habe ich ja schon genug zugesagt. Das macht es für Radfahrer eher uninteressant, hier zu fahren. So, hier haben wir so ein anderes Highlight. Leider alles geschlossen, wir haben ja nur Hochsaison.
So, wir sind jetzt kurz vor dem Stadtzentrum von Papenburg. Ist jetzt insgesamt ein bisschen netter. Aber der Straßenlärm ist dennoch allgegenwärtig. Ja, spätestens hier in Papenburg, in der Innenstadt, was sicherlich eine der schönsten Teile von der ganzen Tour ist, wird klar, dass diese Streckenführung von Bikeline oder von der deutschen Feenroute irgendwie für Autofahrer gemacht worden ist und nicht für Radfahrer. Also der Tourenplan geht also schlicht und ergreifend irgendwie an diesem Platz hier vorbei. Also wenn ich das nicht erkannt hätte vorher schon, wäre ich glatt dran vorbeigefahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also deutsche Feenroute kann ich nur als Fazit ziehen, ist irgendwie eine Strecke, die für Autofahrer gemacht worden ist und wo Fahrradfahrer auch fahren dürfen oder so ähnlich. Also das ist ein echter Hammer, denn das ist hier mit Abstand der schönste Teil der ganzen Tour. Und die Streckenführung von deutschen Feenroute, wie das Ding heißt, führt schlicht und ergreifend drumherum. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich muss wirklich anerkennend sagen, hier die Innenstadt von Papenburg, hier ist das absolute Highlight dieser Radtour. Rechts und links zwar theoretisch Autos möglich, aber ist schon wirklich stark verkehrsberuhigt. Und das ist hier wirklich schön mit den Schiffen, das habe ich auch von früher so in Erinnerung. Aber Papenburg ist echt stark. Das hier ist die gigantische Meierwerft in Papenburg. Okay, schauen wir mal, ob da irgendein Schiff von draußen liegt. So, hinter Papenburg geht es also runter zur Meierwerft. Und von der Meierwerft an der Ems auf der rechten Seite den Deich entlang. Da sind wir als Fahrradfahrer wieder unter uns. Dafür weht der Wind kräftig aus Nordwest. Aber das macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, als hier mich mit den Autos zu streiten, wer welche Straße fahren darf. Okay. Ja, und das Wetter ist auch wieder schöner geworden. Jetzt habe ich noch gefühlte 20 Kilometer bis nach Leer zurück. Okay, schaue ich mal, ob ich unterwegs noch ein Bierchen zu trinken kriege. So, diese Mühle steht in dem kleinen Örtchen Mark. Fahrerstrecke zwischen Papenburg. Das ist ja Radfahrer-Highlight. Absolut herrlich, diese riedgedeckten Friesenhäuser, die direkt hinterm Deich stehen. Super. Ja, möchte ich mal ein Fazit des Feen-Radweges von ca. 160 Kilometern ziehen. Also erstmal hier dieses Ausgangshotel in Leer, Zentralhotel, ist durchaus okay, wenn man nicht gerade auf der Straßenseite sein Zimmer hat. Die Leute sind recht nett, das ist durchaus okay. Ansonsten habe ich der ganzen Rundtour ja eigentlich nichts Besonderes gefunden an Restaurationen oder an Hotels oder sonst was. Das ist schon eine sehr bäuerliche Gegend, leider mit viel Straßenverkehr. Der schönste Abschnitt war immer noch von Papenburg zurück am Deich bis hierhin, wo wir keine Autos gesehen haben. Ja, das ist so eine Tour, die man irgendwie abhakt und sicherlich nicht ein zweites Mal fährt. Aber was soll's, ja? Es gibt ja noch andere Sachen, die man tun kann.